Da ich der Enkel bin und nicht der Sohn, habe ich mich auch entschieden, dieses Interview zu machen, diesen Film zu drehen. Weil man ja auch nach 23 Jahren erstmal Ruhe findet. Santiago de Chile, September 2013. Roberto Yáñez lebt seit 1990 in der 8-Millionen-Stadt, 12.500 Kilometer von Deutschland entfernt. In seiner südamerikanischen Heimat ist er ein anerkannter Künstler. Nach jahrelangem Zögern hat er sich entschlossen, sein Leben vor der Kamera zu erzählen. Es wird eine Reise durch zwei Kulturen. Robertos Kindheit endet 1989 über Nacht. Der Sturz des Großvaters und der Fall der Mauer verändern sein Leben dramatisch. Na, die Situation ist so, wir sind eben die Familie des Staatsmannes, der gestürzt wurde. In der Hinsicht muss man eben Probleme lösen und sehen, wie man weiterleben kann.